Hi und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute gibt es mal ein Remake eins meiner Videos und zwar, glaube ich, so ziemlich das schlechteste vom Bild her. Und das schwirrt mir seit Ewigkeiten schon im Kopf rum, weil ich mich dafür echt geschämt habe. Ich zeige euch das Bild, aber heute gibt es den Burger nochmal in neu und da freut euch drauf. Ja, wie gesagt, ich habe mal irgendwann vor 2,5 Jahren einen Burger gemacht. Der hat unglaublich gut geschmeckt, aber das Bild war so dermaßen hässlich. Es gehört, glaube ich, zu Recht zu einem der wenigsten geklickten Videos von mir. Zu Recht, nur was das Bild angeht, aber ansonsten, es war der absolute Hammer vom Geschmack her. Der Burger hieß Le Burger, das war ein französischer Burger. Ich zeige euch das Bild mal eben. So sah er aus, ja, und nicht wirklich schön, aber der Geschmack, der war einfach nur der Hammer. Und deswegen habe ich gedacht, den musst du nochmal machen und zwar in schön, dass man den vielleicht auch mal ausprobieren mag. Weil nach zugegeben, für dieses Bild hätte ich glaube ich auch nicht nachgebastelt. Aber es lohnt sich wirklich, weil der Geschmack ist der absolute Hammer. Ja, was wir alles an Zutaten brauchen, haben wir hier schon überall so verteilt. Das seht ihr nachher so im Laufe des Videos natürlich. Außerdem verlinke ich euch die ganzen Sachen, die ganzen Zutaten auf meiner Homepage wm-bbq.de. Und auch wenn ihr die Videobeschreibung aufklappt, das ist dieses kleine Dreieck da unten unter dem Video. Da könnt ihr einmal draufklicken und dann seht ihr alles Mögliche, unter anderem auch die Zutaten. Ja, wir fangen an. Und zwar haben wir hier schon mal ein paar Zwiebeln vorbereitet. Nicht vorbereitet, hingelegt. Das sind kleine rote Zwiebeln und daraus machen wir Rotweinzwiebeln. Wer sich übrigens schon mal gefragt hat, wo die Ledersachen herkommen, die ich mittlerweile benutze, die sind von Edelwerk. Da guckt mal auf die Homepage, edelwerk.com. Also edel-werk.com. Das ist echt eine schöne Sache und da gibt es echt viele, viele, viele schöne Sachen. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Zwiebeln. Die werden wir jetzt erstmal klein schneiden. Wir nehmen uns die Zwiebeln vor, schneiden die einmal in der Hälfte durch und dann teilen wir die von dieser Seite angefangen einfach in kleine Streifen oder kleine Halbmonde. Dann behalten die nämlich schöner ihre Form, als wenn ich sie quasi so schneide. 3 von den Zwiebelchen haben wir jetzt klein geschnitten und damit können wir dann auch schon zur Pfanne auf dem Seitenbrenner, den ich gerade mal eben schon angemacht habe. Wenn die Pfanne vorgeheizt ist, geben wir mal einen Stich Butter mit rein. Und anschließend unsere Zwiebeln. Und die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen glasig werden. Das heißt, die Temperatur nicht zu hoch und auch nicht zu lange drin. Jetzt seht ihr, wie schon die Zwiebeln so ein bisschen glasig werden. Und jetzt geben wir etwas Zucker darüber. Wie gesagt, über so eine kleine Schicht. Also diese Süße zu den Zwiebeln nachher, die passt also perfekt. Ganz vorsichtig so ein bisschen verrühren, bis der Zucker so ein bisschen karamellisiert. Auch der Zucker soll natürlich nicht dunkel werden. Jetzt seht ihr schon, wie die Zwiebeln noch eine schöne Struktur haben, aber schon echt schön glasig sind. Und hier sieht man es auch am Rand besonders, der Zucker karamellisiert schön. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir unseren Wein dazugeben. Und zwar habe ich hier einen Rotwein. Nehmt einfach irgendeinen, der euch gut schmeckt. Jetzt ja, das war jetzt so eine Viertel bis Drittel Flasche. Und das Ganze lassen wir jetzt schön reduzieren, bis die Feuchtigkeit oder Flüssigkeit nahezu weg ist. So, es ist jetzt schon ein wahnsinnig toller Duft, der hier von hinten hochkommt. Also unglaublich nach Zwiebeln, nach dem Rotwein. Die Butter, merkt man, ist schon echt ein Wahnsinnsgeruch. Jetzt kümmern wir uns schon mal um unsere Burgersoße. Ja, sofern ich das überhaupt aufkriege. Kleiner Tipp, wer es noch nicht wusste, wenn man so ein Glas nicht aufkriegt, einmal mit dem, jetzt wollte ich gerade schon umdrehen, mit dem Deckel einmal kurz auf den Boden schlagen und dann lässt sich das in der Regel sehr leicht lösen. So, hier haben wir jetzt so 1-2 Esslöffel Preiselbeeren, Wildpreiselbeeren. Dann haben wir hier einen guten Dijon-Senf.
Da geben wir einen Esslöffel, einen Teelöffel hinein. Na, geben wir noch ein bisschen mehr. Also einen wirklich guten Teelöffel. Hier haben wir einen Honig. Ist übrigens ein selbstgemachter Honig aus den Bergen Kroatiens, aus dem Urlaub. Das ist ein wirklich guter, leckerer, echt leckerer Honig. Und davon nehmen wir so einen Esslöffel und geben das Ganze mit hinein. Und dann verrühren wir das Ganze. Auch hier die Süße der Frucht und von dem Honig passen perfekt zu dem Senf. Wir machen das Ganze richtig lecker. So, mal kurz probieren. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Würstchen. Das sind Merguez-Würstchen. Auch die benutzen wir dafür, beziehungsweise nicht die komplett, sondern eigentlich nur das Innere. Das heißt, wir schneiden die Haut hier vorsichtig auf und befreien die kleinen Kumpels mal hier aus dem Darm. So haben wir die ganzen Würstchen schon mal befreit. Jetzt haben wir hier schöne Brioche-Burger-Buns. Die sind echt groß. Aber der Burger soll ja auch nicht so klein werden. So. Jetzt nehmen wir uns einfach was von diesem Würstchen und verteilen das quasi wie Mett auf dem Brötchen hier auf diesem Burger. Die Merguez-Wurst ist übrigens, kommt aus dem nordafrikanischen Bereich, bis spanischen Bereich. In Frankreich ist sie auch sehr bekannt. Von daher, wir halten uns ja an die französischen Zutaten so ungefähr. Die ist natürlich schon schön vorgewürzt und so lassen wir das Ganze jetzt erstmal liegen. Wir müssen noch einmal die Zwiebeln umrühren. Dann haben wir hier unser Hackfleisch. Das ist reines Rinderhack. Das werden wir als erstes ein bisschen salzen. Und natürlich etwas Pfeffer dazu. Und das vermischen wir jetzt erstmal schön. Wie gesagt, nicht nur um den Pfeffer und das Salz zu vermischen, sondern auch damit das Fleisch nachher eine schöne Bindung bekommt. Und der Burger bzw. das Burger Patty nicht auseinanderfällt. Ja, und wenn man jetzt schon merkt, dass es echt schön zusammenpappt und das Fett hier auch schon so sich ein bisschen in Streifen zieht, dann haben wir eigentlich eine schöne Bindung und können dann auch schon anfangen, indem wir ein Patty formen. Ich gebe hier mal ein bisschen Öl drauf, dann lässt sich das nachher leichter lösen. Dann nehmen wir eine ordentliche Portion. Ich denke mal so 200 bis 250 Gramm bei dieser Burgergröße. Formen da so eine Kugel und die drücken wir dann schön platt. Wie gesagt, plant ein, dass sich das Ganze noch ein bisschen zusammenzieht. Deswegen ruhig eine ordentliche Größe rausmachen. Sollte auf jeden Fall etwas größer als das Brötchen sein. Wer eine Burgerpresse hat, kann natürlich auch eine Burgerpresse benutzen. Aber es geht auch definitiv per Hand. So, haben wir schon eine ganz amtliche Größe. Und dann können wir eigentlich auch schon so ziemlich anfangen. Müssen wir mal gucken, was die Zwiebeln machen. Jo, die brauchen auch nicht mehr lange. Ja, den Grill habe ich jetzt vorgeheizt. Und jetzt braten wir erstmal oder grillen erstmal unser Patty an oder unsere Frikadelle. Das hier geben wir direkt daneben und zwar mit der Fleischseite nach unten und grillen das auch kurz an. Da reichen wahrscheinlich schon so ein, zwei Minuten, bis also die Wurst quasi durch ist. Ja, das Bun mit dem Fleisch geht relativ schnell. Nehmen wir schon mal runter. Da haben wir schon schöne Grillstreifen sogar. Ich hoffe, man sieht's. Die Oberseite knuspern wir einmal ganz kurz an. So, fertig. So, das Fleisch drehen wir einmal um. Da wir es jetzt nicht weiter auch nochmal umdrehen, geben wir jetzt schon direkt etwas Camembert mit oben drauf. Diesmal echt in schöne kleine feine Streifchen geschnitten. Boah, heiß.
Ja, und hier seht ihr jetzt schon die Zwiebeln. Ihr seht, wie das Ganze schön karamellisiert ist. Und können wir jetzt direkt die Temperatur auch schon mal ausmachen und die Zwiebeln in ein Schälchen geben. So, hier haben wir jetzt unser Patty. Und jetzt werden wir den Burger auch schon mal belegen. Und zwar haben wir hier ein paar schöne Salatblätter, die da natürlich mit drauf gehören. Dann geben wir auch das Fleisch mit dazu. Schön vorsichtig da drauf. Sehr lecker. Sehr lecker. So. Jetzt seht ihr hier schön die Zwiebeln. Also eine wunderbare Konsistenz. Die verteilen wir einfach schön oben auf dem Burger. Oh, das duftet, das ist Wahnsinn. Also ein unglaublich geiler Geschmack. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein bisschen von unserer Soße. Einfach ein bisschen mit oben drauf. Und das reicht dann auch schon. Also da braucht ihr jetzt nicht überladen zu werden mit Soße. Und so ist unser Burger auch schon fertig. Deckel drauf. Und probieren. Und so sieht er auf jeden Fall deutlich ansprechender aus als das letzte Bild. Es wird echt sportlich. Ist doch ein Riesenklopper. Aber die Zutaten sind so dermaßen der Hammer. Unglaublich. Unglaublich lecker. Das tropft natürlich ein bisschen raus jetzt. Aber Wahnsinnsgeschmack. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Daumen hoch. Hinterlasst mir ein Abo. Ich hoffe, ich habe nicht mein Gesicht versaut. Das dürfte noch gehen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.